Hey zusammen und herzlich willkommen. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich das nochmal sage, aber zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir heute ein kleines Indie-Spiel zum Reinkommen wieder. So ein bisschen dachte ich mir, um mal zu gucken, ob alles noch funktioniert, wie es soll. Das Spiel ist Burning Daylight. Das ist, wie gesagt, ein Indie-Spiel. Das gibt es kostenlos. Und es ist, glaube ich, gemacht worden von Studenten oder so. Also im Rahmen von irgendeinem Projekt. Also sehr interessant auf jeden Fall. So, ich wollte noch mal einmal kurz nachgucken, ob wir irgend sowas wie... Nee. Können wir hier... Borderless. Na, ich glaube, das passt aber alles soweit. Audio... Ja. Machen wir einfach so. Das wird schon alles gehen und dementsprechend würde ich sagen, wir klicken mal auf Start. Und gucken, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Ich habe das Ganze selber mal in einem Let's Play gesehen, aber das ist schon ewig her. Und dementsprechend weiß ich überhaupt nicht mehr, um was es geht. Achso, wir können laufen. Mhm. Oh, ganz hell. Okay. Okay, also das ist ja mal eine interessante Person auf jeden Fall. Ja, es soll ein bisschen horrormäßig sein, habe ich schon gehört. Okay, wir können hier so ein bisschen rumlaufen. Der läuft aber sehr schwerfällig. Ach, so geht das. Okay. Was ist das hier? Liegen hier überall Leute? Nein, bitte nicht, oder? Was ist das? Liegen hier wirklich... Ach, guckt euch das mal an, im Hintergrund. Bah, wo sind wir hier gelandet? Ich weiß gerade nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu leise ist, das Spiel. Ich hoffe nicht. Ich hoffe mal nicht. Wir sind natürlich auch völlig und komplett nackt. Ich hoffe, das stellt kein Problem dar in Sachen YouTube. Wenn wir hier mal so gucken. Lieber nicht so lange gucken. Okay, irgendwelche Maschinen im Hintergrund. Die anscheinend nicht so nett sind. Alles klar. Dann wollen wir uns mal lieber langsam und leise fortbewegen. Oh Gott. Das ist ja mal richtig... Boah, die werden hier voll... voll gestempelt. Einfach Matsche danach. Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Ach du Scheiße, da sind wir durch? Hältst du das für eine gute Idee? Nein, nein, nein. Alter, was ist denn jetzt hier los? Okay, es leckt ein bisschen. Können wir da hoch? Anscheinend nicht. Wir müssen weiter nach vorne rennen. So, hier kommen wir durch. Oh Gott, ist das laut. Guck mal, da hängen sie alle. Was zum Geier? Was ist denn hier nur los? Wo sind wir hier gelandet? Warum leckt das jetzt auf einmal so? X? Nee, X habe ich jetzt nicht. Können wir das auch... Ach so. Es geht auch so. Oder? Geht es so? Ich habe leider kein Gamepad jetzt hier gerade. Müssen wir mal kurz sagen, wie das... Okay, irgendwie hat es jetzt geklappt. Von der Steuerung ein bisschen komisch, muss ich sagen. Warte mal, ich muss gerade noch mal einmal auf Medium schalten, weil das ist mir sonst ein bisschen zu laggig. Genau, so sollte es besser gehen. Läuft gerade gleich schon wieder besser. Ja, der PC ist nicht mehr der beste, aber ich dachte eigentlich, das schafft er
Doch noch. Aber gut, wir können hier in verschiedene Türen rein. Ich weiß nicht, was jetzt hier optional ist und was nicht. Versuchen wir mal die. Jetzt geht das wieder los. Komm. Mach's auf. Ach, die ist zu. Okay, gut, dann können wir lange versuchen. Hier können wir noch auf den Knopf drücken. Okay. Hallo? Ach, jetzt. Okay, das heißt, wir hätten die Tür vorher nicht aufgekriegt hier. Patz Nutriman. Okay, hier ist auch alles verlassen. Also es kommt mir so ein bisschen vor, als ob wir hier irgendwie in einer, ja, einer Welt spielen würden, die sich kurz vorm Ende der Menschheit befindet. Wo wir hier irgendwie. Ah, warte, guck mal, wir haben sogar so ein Muster auf der Brust. Der hat dieses Muster von der Firma. Was auch immer das hier für eine Firma sein soll. Ich glaube, in diesem Spiel wird kein bisschen gesprochen und ich glaube, wir erfahren auch gar nicht so wirklich, worauf das hier am Ende hinausläuft. Boah, die Augen leuchten hier. Kommen wir weiter? Nicht wirklich, ne? Müssen wir hier nach vorne laufen? Hä? Müssen wir da hoch oder so? Ah, warte mal. Können wir springen? Nee, auch nicht. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Kann mir das mal einer verraten? Okay. So anscheinend nicht. Hallo? Mein nackter Freund. Kommen wir jetzt hier mal irgendwie weiter? Das kann ja nicht wahr sein. Ich gehe nochmal ein bisschen hier weiter gucken, ob wir hier noch was hätten anders machen können. Aber nee, wir kommen hier auch nicht. Ich dachte, man kann vielleicht so ins Bild, also hier quasi nach vorne laufen. Aber dem ist nicht so. Tja. Das ist jetzt die Frage, ne? Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Gibt es hier irgendwie so eine Art Trick? Hier geht's auch nicht durch, durch das Tor. Das ist schon ein bisschen komisch jetzt gerade. Ich dachte, du kannst hier vielleicht drüber springen oder so. Komm. Aber wir können gar nicht springen, generell. Dafür ist er zu nackt wahrscheinlich. Hallo. Nee. Geht nicht. Okay, ich gehe nochmal zurück. Vielleicht habe ich ja was übersehen. Hallo. Ach, wir kommen gar nicht mehr weiter zurück, oder was? Ah, doch, hier. Die Steuerung ist sehr hakelig, muss man sagen. Also ihr seht das vielleicht auch schon. Sehr, sehr hakelig. Können wir hier. Ah, guck mal, wir können hier was machen. Siehst du? Das habe ich doch glatt übersehen. Das sind Fenster, okay. Ich dachte schon, wir können jetzt hier durchlaufen. Spiegelbild haben wir auch. Oh, jo, 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 jo. Okay, vielleicht sollten wir uns doch lieber ein bisschen beeilen. Das Ding will uns auf jeden Fall haben. Wir sind wahrscheinlich hier sowas wie der letzte Überlebende oder so, könnte ich mir vorstellen. Na, hier kommen wir immer noch nicht weiter. Ah, hier. Ziehen oder schieben? Achso, wir müssen es wahrscheinlich zerstören. Ein bisschen Anlauf nehmen und dann. Oh, oder auch nicht. Hallo? Jetzt aber. Okay, nochmal zurück. Und nochmal. Guck mal, der schiebt einfach nicht. Los, schieb doch mal. Jetzt. Oh, nochmal. Okay, man muss immer bis ganz nach hinten ziehen, bis es nicht mehr geht. Und jetzt kann man schieben.
Und da fliegt der Tisch doch gleich mal zur Seite. Super. Jetzt laufen wir durch das Rohr hier. Okay, also jetzt ist... Also entweder... Das ist gerade komisch, aber... Oder die Grafik ist jetzt wirklich ziemlich weit runter geregelt. Ich weiß nicht so recht. Also ich weiß... Das Spiel ist... interessant. Es geht aber auch gar nicht so lang, habe ich noch in Erinnerung. Also ich glaube so unter einer Stunde Spielzeit tatsächlich. Also, er nimmt manchmal wirklich die Befehle nicht an oder er ist viel zu spät. Jetzt ist ihm wohl kalt. Oh Gott. Ist aber auch ungemütlich hier die Atmosphäre. Muss man ja sagen. Ach du Scheiße, was ist das hier? Okay. Epische Musik. Ach, hier ist noch einer. Der kann wohl diesen Lärm nicht mehr ertragen. Können wir mit dir sprechen oder irgendwas machen? Der hat sogar noch Sachen an. Kannst du mir mal deine Sachen geben hier? Dann ist es nicht mehr so kalt. We will provide. Okay. Der Typ sieht auch interessant aus hier. Oh, drei Augen und dann jede Menge Totenköpfe. Okay. Oh, was hast du gemacht? In den Nagel getreten? Hä? Okay, er möchte wohl nicht durch das Rote. Ja, er möchte generell nicht hier lang, okay. Was müssen wir denn irgendwas erstmal machen hier? Hier ist ein Knopf. Knöpfchen. Können wir da drücken? Nee, ne? Ach Gott, guck mal, der... Hä? Ist dir das auf den Kopf gefallen, das Ding jetzt hier gerade? Sieht so aus, ne? Ach, vielleicht... Ah, wir müssen ihm die Schuhe klauen. Oh nein. Kannst du nicht machen. Den anderen auch noch? Warte. Geht das nochmal? Oder warum stand da gerade noch X? Nee. Er hat anscheinend beide angezogen. Ja gut, so geht's natürlich auch. Sind hier Scherben auf dem Boden? Achso, hier sind Scherben, okay, deswegen. Ja gut, das kann ich natürlich verstehen. Da würde ich auch nicht barfuß durchlaufen wollen. So, jetzt können wir hier noch ein Dings aktivieren. Ach, das ist so eine Art Aufzug. Mit Aufzugmusik. Interessant. Also ich finde so den Grafik, hier den Zeichenstil, echt ganz schön. Kann aber noch nicht so wirklich was damit anfangen, ehrlich gesagt, mit dem Spiel. Also ich weiß nicht genau, worauf das hier noch hinausläuft. Wir sind hier in so einer Art, das ist halt alles sowas von einer Fabrik. Wo hier die Menschen gestanzt werden. Ich weiß ja nicht, warum haben wir dieses Zeichen auf der Brust? Okay. Ach, das war erst der Anfang jetzt. Da bin ich ja mal gespannt, wie es noch weitergeht. Burning Daylight. Musik ist auf jeden Fall interessant. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr sie richtig hören könnt, leider, weil es ist ziemlich leise eingestellt. Ja, wie gesagt, es ist auch so eine Art Testprojekt, so eine Art Testaufnahme, ob alles noch funktioniert. Denn ich habe ja nun wirklich jetzt schon eine längere Zeit auf jeden Fall nichts mehr gemacht. Wenn ihr dazu Hintergründe wissen wollt, ich habe ja ein Video hochgeladen, ein Lebenszeichen. Und da drin habe ich alles so ein bisschen erzählt, woran es denn gelegen hat. Und ne? Könnt ihr euch also dementsprechend mal angucken. Wenn ihr mal eben, wie lange ist es geworden? Knapp 40 Minuten, glaube ich. Also wenn ihr mal eben 40 Minuten über habt, dann schaut doch mal rein. So, genug Werbung. Guck mal, hier ist noch einer. Wird der gleich auch von irgendeiner Kiste erschlagen? Hoffen wir es mal nicht, ne? Aber vielleicht können wir uns dann die Hose nehmen von ihm oder so. Ah, hier ist noch einer. Wir können aber auch nichts mit denen machen. Gar nicht interagieren oder so. Also scheint doch nicht so zu sein, als ob das hier so eine Fabrik ist, wo alle getötet werden. Beziehungsweise, weiß ich nicht, verwertet werden, was auch immer. Sondern...
Das sieht jetzt eher aus wie so eine Stadt irgendwie. So ein Untergrund. Stadt im Untergrund. Das sieht mir doch so aus, als ob wir uns hier mal einkleiden könnten, oder? Herzlichen Glückwunsch. Das hast du ja gut gemacht. Ernsthaft? Okay, mir ist immer noch kalt. Verständlich ohne Hose. Ah, hier ist sogar ein Stadtplan oder sowas. Industrial Facilities. Lower Level. Okay. Also es ist doch so eine Art Fabrik. Und wir, also so eine Fabrik, in der man wohl leben kann oder in der die Leute hier leben. Interessant auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was noch kommt. Beende den Part jetzt erstmal an dieser Stelle. Denn, ja, das wird circa 45 Minuten dauern, habe ich schon gesehen. Und da können wir 3 Parts draus machen. Dementsprechend, ja, wenn ihr genauso gespannt seid, wie es weitergeht, dann schaltet doch gerne beim nächsten Mal wieder mit ein. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dran an Burning Daylight. Bis dahin.